Hallo, ihr Gewirrlinge! Der Ex-Alb und Bestie von Xarkor ist mit Duras in Goliath. Ich glaube, es wird wieder Abend. Und hier gab es zuletzt eine Keilerei mit Oran, dem Wirt. Im Zuge der Aufklärungsarbeiten rund um die Clanstreitigkeiten und es stellte sich heraus, dass Oran auf Geheiß von keinem Geringeren als Angrim, dem Chef des Eisenclans, ja, die Anweisung erhalten hat, keine anderen Clan-Mitglieder mehr in seiner Taverne zu bewirten. Also Mitglieder von anderen Clans. Zumindest Mitglieder des, wie heißt der Clan? Von Cormac? Hammer-Clans, genau. Des Hammer-Clans. Das hat der Held herausgefunden. Und, tja. Obwohl ich verdammt sicher bin, dass es für mich von Nachteil ist, das bei Cormac zu berichten, werde ich das trotzdem tun. Ganz einfach, weil der Held aus Rollenspielgründen Duras hier mal stehen lässt. Bleib hier stehen. Okay. Ich will Duras da nicht mit reinziehen, deswegen bleibt er da stehen. Und ja, aus Rollenspielgründen werde ich das Cormac sagen. Weil wenn einer dieser drei Clans, nein, einer der drei Clan-Chefs hier so eine miese Tour abzieht, dann muss das, also es muss ans Tageslicht, ne? Und ich glaube, dass mir das, dass das negativ auf mich zurückfällt. Aber was soll man machen? Cormac. Am Ende heißt es, ich schüre Streit. Also dabei bin ich nur der Bote. Na komm. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Oran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. So, da ist die Quest abgeschlossen, Clanstreit. Mach das. So, ja, und jetzt ist hier genau die Gretchenfrage. Also ich bin, ich nochmal ausführen werde, der Ansicht, dass man so etwas melden muss. Wenn einer solchen Stunk macht, solchen Streit schürt, dann ist er offensichtlich nicht zu einem, zu seinem Posten irgendwie qualifiziert, ja. Also, am Ende wird es heißen, du schürst hier Streit zwischen den Clans, indem du das hier verpetzt und Angrim ist stinkesauer, wird natürlich überhaupt nicht wollen, dass der Held den Berserkern beitritt, was der Held aber auch nicht vorhat. Aber mal bei Lichte betrachtet, die Wurzel des Übels ist nicht der Held. Die Wurzel des Übels ist Angrim, der aus persönlichen Karrierebestrebungen heraus oder aus persönlicher Machtlust oder schlimmstenfalls aus persönlicher Ideologie hier den Streit schürt. Ich könnte mir vorstellen, dass Angrim das deswegen macht, weil er weiß oder mitbekommen hat, dass der Hammer-Clan von Cormac jetzt die Gesetze der Berserker nicht ganz so eng sieht und durchaus gewillt wäre, so ein bisschen Technik zu benutzen. Aber hey, das sind verschiedene Clans, die haben im Detail verschiedene Ansichten und dann sollen sie halt irgendwie friedlich und zivilisiert um ihre Ansichten ringen mit Argumenten und nicht solche hinterfotzigen Touren abziehen. Deswegen, das Ganze war Angrims Schuld. Das Ganze war Angrims Schuld. Was sagst du da? Woher weißt du das? Oran hat es erzählt. Unfassbar. Wenn wir Warlords uns jetzt schon untereinander nicht grün sind, ich werde wohl mal mit Ragnar darüber reden müssen. So kann das nicht weitergehen. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Okay, 250 Splitter. Oh, der geht jetzt weg. Der geht jetzt tatsächlich zu Ragnar. Und leider kann ich jetzt nicht klauen, weil diese Tussi hier drin rumsteht. Geh doch mal weg, Mädchen. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, mit Glotzen. Oh Mann. Ist ja fürchterlich. Okay. Ich werde niemals in Cormacs Hütte klauen können, weil die ständig da irgendwie bewacht wird. Aber dieses Gespräch, das will ich mir nicht entgehen lassen. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Da hinten hat einer einen Feuerbogen. Oder wer ist das? Ist das Angrim? Ist der jetzt auch hierher oder was? Wo ist Ragnar eigentlich? Ist gar nicht da. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammer-Clan kümmern. Und?
Er hat herausgefunden, dass der Eisenclan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammerclan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja. Okay, da habe ich gerade Cormac mit dem anderen Typen verwechselt, der hier rumlief. Natürlich ist Cormac der mit dem Feuerbogen, logisch. So, alles da hier? Bring mir was bei. Das heißt, Angrim ist jetzt mega stinkig auf mich. Aber da ich Angrim sowieso am wenigsten leiden konnte von den drei Warlords, ist mir das mal gerade piepegal. Ja, und Clown ist hier nicht, weil Cormac ist mir dicht auf den Fersen und die Heilerin glotzt aus allen ihr zur Verfügung stehenden Augen. Ach, es ist so enervierend. Na gut. Okay, das wäre gemacht. Was mache ich als nächstes? Leider reicht es noch nicht für den nächsten Level ab. Das ist aber nicht mehr weit. Dann kann ich Chemie machen und dann kann ich die Geschichte mit Ornia regeln. Was habe ich denn noch zu tun? Also Hauptmission mache ich jetzt nicht weiter. Es muss irgendeine Edan-Mission sein. Hausverbot. Achso, ich kann das bei Eldor noch sagen. Richtig, dann kriege ich da nochmal irgendwie so eine Belohnung. Katas Tagebuch ist, ja, kann ich verschieben. Korin, das ist dieser Typ da an diesem Konverter. Das ist auch nicht so wichtig im Moment. Auch nicht so wirklich machbar. Hier irgendwas spurlos verschwunden. Das ist Stormson? Nee, falsche Lehren. Ja, das ist der Kollege Bertram. Vielleicht sollte ich mir ja mal hier diese Krypta anschauen. Das ist bestimmt auch sehr, 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 sehr gefährlich. Aber vielleicht geht's ja irgendwie. Ansonsten müsste ich mich aufmachen in Richtung der nächsten Hauptstadt, um da so ein paar leichte Questen zu machen. Was wäre die Alternative? Aber erstmal geht's runter. Nee, erstmal geht's zu Duras. Wo ist denn Duras überhaupt? Der ist am Hotel. Mitkommen. Ja. Okay. Dann hier. Nee, ich kann das ja über die Karte machen. Ich will zu Eldor. Eldor ist irgendwo auf den Setzlingsfeldern. Mit anderen Worten, am besten dahin. Und dann mal die Belohnung von Eldor abholen. Das wird aber dann wohl noch nicht für den nächsten Level abreichen. Die Berserker sind irgendwie komisch. So sympathisch sie vordergründig sein mögen, aber irgendwie ist ja doch mächtig der Wurm drin in dieser Gemeinschaft. Aber immerhin, der Hammerclan darf wieder saufen gehen, das wird Eldor freuen. Eldor, bist du jetzt hier in deinem Häuschen oder wo bist du? Bist du Eldor? Du bist Eldor. Uran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starrköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Mhm, danke. Eldor geht saufen. Und ich bin dem Level Up minimal näher gekommen. Das sind wohl noch irgendwie so 800 bis 1000 Punkte oder so ähnlich. Naja, das wird noch dauern. Okay, ja. Dann, der Held ist angekratzt und es ist Abend. Habe ich was zu klauen? Ich habe was zu klauen, ja, in der Tat. Allerdings nutze ich mal noch die Zeit, um hier noch zwei Sachen aus dem Hotel zu holen, auf die ihr mich aufmerksam gemacht habt. Da musst du rassig unbedingt mit. Bleib hier stehen. Na gut. Ich habe nämlich bei meinem Hotelrundgang natürlich was übersehen und vergessen. Das war ja auch nicht anders zu erwarten. Aber die Adleraugen der Quirlinge, denen entgeht ja nichts, die haben mich dann quasi darauf aufmerksam gemacht.
hier was einzusammeln? Nein. Hier hinten war da noch irgendwas? Weil hier ist jetzt gerade keiner. Offenbar nicht. Na gut. Hier irgendwo oben. Im ersten Stock. Ich glaube, das ist das falsche Treppenhaus. Aber hier irgendwo... Oh, Elektroschrott. Oh, guten Morgen. Hier irgendwo im ersten Stock gab es ein Zimmer. Das war nur über... Ah ja, das war hier. Tatsächlich. Hey! Das hätte ich nicht geschafft. Hier im Badezimmer vielleicht? Oh, Mensch, Skinner. Ne, hier noch nicht. Wahrscheinlich eins weiter. Irgendwo gab es in einer Badewanne eine Splittergranate. Und das hört sich doch so an, als sollte ich es unbedingt einsammeln. Und gegen ein Slugbeast oder ähnliches anwenden. Ah, ja, ja, Vorsicht. Ich glaube, das hier war das Zimmer. Nö, war es nicht. Ach Mensch, das finde ich doch jetzt nie wieder. Oh je. Oh ja, die Klopapier. Ich habe ja noch viel mehr vergessen hier. Menschenskinder. Okay, ich sollte wohl nochmal durchs Hotel laufen. Ach, hier ist eine Truhe. Die Truhe sehe ich gerade zum ersten Mal. Die muss ich mir merken. Also im Hotel, erste Etage. Zimmer, wo der Baum durchwächst, da ist eine Truhe. Oh weia. Bin ich in dem Zimmer etwa nicht gewesen oder was? Sehr mysteriös. Wie soll das alles nur enden? Hier. Das kann man Splitterrakete. Ich weiß, von wem du redest. Und dann war es eine Etage höher. Ich glaube, ich bin wirklich da nicht reingelaufen, da hinten in meiner Erkundungstour. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Und dann war es irgendwo eins höher. Hinten an der Ecke. Kann ich hier irgendwie sinnvoll abkürzen? Ich glaube, ich muss da hinten in das Zimmer rein, was da nicht zugänglich ist. Hüpf. Genau. Das muss das Zimmer sein mit dem... Nee, ist es hier? Oder wo ist es? Ich brauche das Zimmer mit der... Mit dem Skelett auf dem Klo. Das ist eins tiefer. Okay, also am besten einfach... Mensch. Mach nicht sowas. Und hier ist es ein mächtiger Heiltrank. Ja, warum denn nicht? Genau. Das war das, was meine Gewirrlinge noch gefunden haben. Die treuen Seelen. Und es war gut, dass ich da noch mal reingelaufen bin. Jetzt habe ich nämlich die Truhe entdeckt. So, du kannst mal dieses Ding hier, das rauscht mir zu laut. Kann ich eigentlich jetzt hier auch irgendwo schlafen in einem dieser Betten? Nee, das geht hier nicht. Wo kann ich denn am besten schlafen? Das weiß ich gar nicht mehr. Hier unten in Ragnars Bett. Das ist keine gute Idee. Am besten verbringe ich die Nacht. Ja, ich habe bisher mal geklaut in der Nacht. Habe ich was zu klauen? Ich guck mal gerade. Was muss ich noch klauen? Das sind diese beiden Truhen. Da habe ich die Schlüssel noch nicht. Die Taverne, da kann man nicht klauen. Da sind immer Leute drin. Die Schmiede wäre interessant. Und es gäbe noch ein Haus. Gegenüber dem Haus von Akira. Stimmt, da war ich noch nicht drin. Dann geh mal zur Schmiede. Ich lasse mal den guten Duras noch stehen. Ach, hier stehen die jetzt auch schon. Die versammeln sich hier schon. Das ist schlecht. Also nachts kann man hier schlechter klauen als tagsüber. Die Sache ist mir zu heiß. Vergiss es. Das geht da nicht. Aber das Haus gegenüber von dem Akira-Haus, das ist vielleicht noch irgendwie zugänglich. Vielleicht schlafen die ja schon. Und ich muss dann mal ziemlich schnell mal irgendwie sehen, dass ich Truhen knacken, Schloss knacken, auf 3 bekomme, weil ich jetzt schon 2 Truhen kenne, die ich mit 3 knacken könnte.
die Truhe in Angrims Schlafzimmer und die eben entdeckte Truhe. Und ich glaube, irgendwo anders habe ich noch eine. Mhm. Gegenüber von Cormacs Haus gibt es auch noch so eine Hütte mit einer Dreier-Truhe, sagt meine Notizliste. Also drei Truhen, die ich knacken kann, sobald ich Schlösserknacken auf drei hätte. Aber ich glaube, da machen die Attribute nicht mit. Da muss ich mehr Geschicklichkeit und Intelligenz haben. Mehr, als ich mir im Moment setzen könnte. Ich habe ja noch 10 Attributspunkte frei, die ich noch nicht gesetzt habe. Aber hier wäre so eine Hütte. Da ist Akira und meine Notizliste sagt, dass ich hier noch nicht drin war. Speichern. Allerdings war ich deswegen hier bisher nicht drin, weil hier immer einer saß und rauchte und das tut er auch immer noch. Da steht einer. Hier kann man gar nicht einbrechen. Was soll denn das? Wie soll ich denn hier jemals klauen können? Durchs Fenster ist es, aber ich komme da ja nicht rein. Liegt da was? Da liegt ein Buch auf dem Tisch. Das kann ich mir bestimmt unter den Nagel reißen. Wenn es denn irgendwie ginge. Hier liegt auch ein Stein vom Fenster. Da kommen wir ja gar nicht. Kommt gar nicht unter das Dach. Was ist hier? Hier komme ich wenigstens ans Fenster ran. Warum kann man hier jetzt nicht irgendwie klettern? So reinschlüpfen ins Haus. Das müsste doch eigentlich gehen. Das kann aber nicht. Das ist, glaube ich, nicht programmiert, dass man durch so ein Ding schlüpft. Schade. Dann bleibt das Haus weiter ungeplündert und ich frage mich, zu welcher Tageszeit man hier eigentlich einbrechen muss. Nachts kann es wohl nicht der Fall sein. Okay, dann habe ich, wenn das jetzt hier nicht geht und es scheint nicht zu gehen, tatsächlich im Moment nichts zu klauen, was ich hier jetzt machen kann. Und das heißt, ich sollte mal schlafen gehen. Wo kann ich das eigentlich tun? Wo sind hier Betten, die ich benutzen kann? Ich bin gerade völlig überfragt. In der Taverne sind keine Betten. Irgendwo reinlaufen oder ein Bett benutzen, ist auch keine gute Idee eigentlich. Ah, ich probiere es mal. Ich brauche ein Bett. Ist irgendjemand umgekommen, dessen Bett man benutzen kann? Bertram könnte bald mal umkommen, aber irgendwie... Der ist halt besser gerüstet. Der ist sogar besser gerüstet als ich. Also ich habe ja eine Jägerrüstung. Und die Rüstung von Bertram sieht dicker aus. Der hat irgendwie eine andere Rüstung. Der hat andere Schulterklappen und so. Ich glaube, dessen Rüstung ist besser als meine. Und besser kämpfen kann er sowieso. Das heißt, Bertram ist irgendwie noch schwerlich zu besiegen. Die geht jetzt schlafen. Die hat ein Bett, ich nicht. Wo ist ein Bett? Wo ist ein Bett? Der Setzlingsfarm, ist da ein Bett? Da hinten bei Born ist ein Bett im Freien, aber da liegt immer jemand drauf und schläft. Ich stehe gerade wirklich komplett auf dem Schlauch, wo ich immer geschlafen habe. Oder habe ich hier in Goliath noch nie geschlafen, weil ich immer geklaut habe nachts? Das kann auch sein. Hier hinten wäre ein Bett, aber da liegt jemand drin. Ach, Depp. Und hier rein zu laufen und zu schlafen? Geht das? Oh ja, es geht. Bist du jetzt Heiler? Bist du. Und du bist ein Bauchschläfer. Und Born hat über dich gewacht die ganze Nacht. Deswegen hast du auch auf dem Bauch gelegen. Themenwechsel. So. Die Sonne geht auf. Was habe ich hier zu tun? Ja, ich könnte die Geschichte mit Kral und dieser komischen Gruft mal machen. Kral war ja für den Elix-Nachschub für den Mana-Schrein zuständig. Mir ist übrigens dann eingefallen, am Ende der letzten Episode, also nachdem ich aufgezeichnet hatte, dass ich die ausgewachsenen Heilwurzeln, die ich bei Born abgegeben habe, genauso gut hätte bei Alric abgeben können. Das hatte Alric ja mal angekündigt, dass man das kann und er hätte auch einen besseren Preis gemacht. Wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich es vielleicht gemacht. Und ich habe auch kurz drüber nachgedacht, dann nochmal zu laden und das halt rollenspielgerechter so zu spielen, dass ich die ausgewachsenen Heilwurzeln von der Insel mit dem Slugbeast halt nicht bei Born abgebe, sondern bei dem Kollegen Alric. Aber
Dann habe ich mir gedacht, naja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Der Held macht ja einige krumme Geschäfte hier in der Goliath-Barbaren-Berserker-Hauptstadt, dass ich hier so ein bisschen wenigstens meinen guten Ruf aufrechterhalte. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, so ein paar Sachen auch mal zu machen. Ja, also die richtige Lösung zu wählen, statt das alles beim Hehler abzugeben. Weil vor allen Dingen auch Alrik ja noch zwei andere Sachen von mir will. Er will Elex-Nachschub und irgendwelche Maschinenteile, glaube ich. Das eine soll ich dann bei Jora abgeben, da habe ich eine Quest dafür. Das andere muss ich dann bei Kaldrim abgeben, da habe ich eine Quest dafür, wenn ich Kral gefunden habe. Und diese beiden Dinge kann ich dann halt auch Richtung Alrik umbiegen. Und das mache ich vielleicht auch. Mal schauen. Oran. Sind hier wieder Leute, die saufen? Vom Hammer-Clan? Wahrscheinlich, aber... fällt gerade nicht auf. Und hier in dieser Taverne ist immer was los. Clown ausgeschlossen. Die saufen hier im Schichtdienst. Okay, dann Kral. Das heißt, ich sollte mir erstmal den guten Duras wieder schnappen, weil ich glaube, ich muss irgendwie raus. Technik. Und dann ist das die Queste, Edan. Gesetz der Berserker. Elex Nachschub für den Mana-Schrein, Krals Tagebuch und so weiter. Auf Karte markieren. Wo ist das? Da bin ich. Da ist der Questgeber Kaldrim. Genau. Und das ist da. Das ist jetzt nicht so weit. Da kann man irgendwie sich hinmogeln. Was ist denn das? Das ist doch keine Krypta. Das ist doch irgendwie... oder? Ist das was Antikes? Aber angeblich gibt es da Untote. So habe ich die jedenfalls verstanden. Einfach nach Süden. Na gut. Komm mal mit. Mitkommen. Okay. Jedes Mal, wenn der Held im Gespräch ist, ist seine Kapuze weg. Also, Süden. Das ist Norden, also ist das Süden. Da zur gelben Questmarkierung. Und dann... oh, wie machst du das, Duras? Du fällst runter, weißt du das? Also von hier aus starten und dann da runter Richtung Süden irgendwie diese Krypta erreichen. Speichern. Hüpf. Oh, es ist hoch. Duras, du bist ja schneller als die Polizei erlaubt. Zack. Aber da es keine Polizei mehr gibt, Magellan, ist das alles okay. Die Welt heißt übrigens Magellan und nicht Magellan. So, hier ist wieder diese Stelle mit diesen komischen Viechtern. Aber ich glaube, die umgehe ich nach wie vor. Hüpf. Mach dich mal nass. Wir gehen mal hier über den Felsen. Oh, das war laut. Das war irgendwie Wassergeplatsche und Jetpack-Rausche in einem. So, da muss ich lang. Das ist ja irgendwie so halbwegs in der Nähe von diesem Weltenherz, oder? Genau, hier habe ich ja schon mal geplündert irgendwann. Dieser Stuhl, der ja mitten auf der Straße steht. Und diese Puppe. Es ist ganz komisch. Ach ja, in Schlafsäcken kann man schlafen. Richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da. Ja, im kleinen Lager kann ich immer schlafen. Da gibt es ja diese Schlafsäcke von den Klerikern. Imposant. Was? Was bist denn du für einer? Ein alter Skeks. Altklick ist irgendwie schwach. Auf geht's! Oh. Thank you.
Komm, du bist alt. Ja, komm, flieh nicht. Hol dir von Durasa eine Packung. Oh, es gab immerhin 50 Erfahrungspunkte. Alter Skex. Kralle und Federn hat er dabei. Und hier ist ein Setzerbrot. Was ist das für ein Vieh? Ist das ein Scavenger? So ein Entarteter? Ja, am ehesten. Ich bin mir nicht sicher, was die Scavenger sein sollen. Sind das die Beißer? Die Beißer sehen aus wie Truthähne, aber sind irgendwie ziemlich garstig. Kleine Mana-Pflanze oder sowas ähnliches. Und da hinten, das kann auch nicht mehr so weit sein. Da wo die Antenne ist. Das ist bestimmt die sogenannte Krypta. Pflanze. Ich bin jetzt hier immer noch nicht auf Erkundungstour. Ich nehme nur das Gröbste mit. Ich bin jetzt hier, um die Queste zu machen. Sieht aus wie irgendein altes... Was ist das? Heilpflanze. Sollte ich dringend was essen? Ich sollte dringend was essen. Nahrung. Ich sollte Fleisch braten, stimmt. Fleisch braten und ein Setzerbrot, danke. Das sollte reichen, hoffe ich. Nee, es reicht nicht, Mist. So, da auf jeden Fall, da ist die Krypta. Das ist die Krypta, genau. Und das ist ein Kritter. Und der Kritter kann offenbar unter Wasser atmen. Und was es mit dem Kritter und der Krypta, der Kritter-Krypta auf sich hat, das sehen wir dann im nächsten Teil. Nein, sehen wir nicht, weil der dumme Kritter ist jetzt im Kampf mit mir, wie die Musik sagt. Los geht's! Okay, das war's. So. Schwacher Kritter. Okay, so. Jetzt kommt aber die Abmoderation. Was es da mit diesem Ding auf sich hat, mit diesem Antennending, Umspannwerk oder was auch immer es ist, das sehen wir dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin.